الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اتقوا الله عباد الله. Und wieder sind wir bei einem neuen Namen, der Namen Allah Ta'alas. Nur ist es diesmal ein beachtlicher Name, der eine Vielzahl der Namen und Attribute Allah Ta'alas umfasst. Was ihn auch besonders hervorhebt, ist der Fakt und der Umstand, dass dieser Name in dem gewaltigsten Vers des Korans vorkommt, nämlich dem sogenannten Thronvers, in dem Allah Ta'ala sagt, Allah, keinen Ilah, keinen Anbetungswürdigen gibt es außer ihm, dem Lebendigen, Al-Hayy, und dem Beständigen, Al-Qayyum, Al-Hayyul Qayyum. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. An genau drei Stellen des Korans kommen diese zwei Namen beisammen vor. An der, die zweite Stelle ist die Surat Taha, in der Allah Ta'ala sagt, demütig werden sich die Gesichter vor dem Lebendigen und Beständigen beugen oder senken. Und wirklich enttäuscht wird sein, wer als Last begangenes Unrecht trägt oder mitbringt. Die dritte Stelle ist der Anfang des Surat Al-Imran, in der Allah Ta'ala sagt, Alif Lam Mim, Allah, keinen zu Recht Anbetungswürdigen gibt es außer ihm, dem Lebendigen, dem Beständigen. Auch in der Sunna des Propheten, alayhi salatu wassalam, kommt dieser Name einige Mal vor. So überliefert Ibn Abbas, der Cousin des Propheten, er sagte, wenn der Prophet für das Nachtgebet aufstand, das Mitternachtgebet, sagte er, also in der Eröffnung dieses Gebets, er sagte, O Allah, dein ist das Lob. Du bist das Licht der Himmel und der Erde und dessen, was in ihnen ist. Und dein ist das Lob, du bist der Verwalter der Himmel und der Erde. Qayyimus samawati wal ard. Das ist wie Qayyum. Qayyimus samawati wal ard, der Verwalter der Himmel und der Erde und dessen, was in ihnen ist. Anas ibn Malik berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgende Worte sagte, wenn ihn etwas bedrückte. Er pflegte zu sagen, O Lebendiger, Al-Hayy, O Beständiger, Al-Qayyum, durch deine Barmherzigkeit suche ich Beistand, verbessere all meine Angelegenheiten und überlasse mich nicht einen Augenblick meiner selbst. Dieser Name beinhaltet einige Bedeutungen. Die erste, Al-Qayyum ist der aus sich selbst Seiende. Al-Qayyum, der aus sich selbst Seiende, dessen Existenz von nichts und niemanden abhängig ist. Von dem aber jeder abhängig ist. Und der somit über jeden Einzelnen steht. Allah Ta'ala sagt, ist denn derjenige, der über jede Seele steht, yani um ihr zu vergelten, für das, was sie verdient hat, denen gleich, die ihr neben ihm vergöttert. Jede Abhängigkeit zu anderen Geschöpfen ist ausgeschlossen. Er ist absolut selbstständig. Die Geschöpfe sind aber von ihm abhängig. In ihrem Sein, in ihrer Entwicklung, in ihrer Versorgung und in ihrem weiteren Verbleib. Allah Ta'ala sagt diesbezüglich, O ihr Menschen, ihr seid es, die von Allah, die Allahs bedürftig sind. Allah ist aber der Unbedürftige, der Lobenswürdige. Zweitens, die zweite Bedeutung, der alles erhält, der alles aufrecht erhält, waltet und versorgt. Allah Ta'ala sagt, und es gehört zu seinen Zeichen, dass der Himmel und die Erde durch seinen Befehl bestehen. Wenn er euch hierauf ein einziges Mal ruft, da kommt ihr sogleich aus der Erde hervor. Die dritte Bedeutung ergibt sich aus der Zusammenkunft dieser zwei Namen, Al-Hayy und Al-Qayyum. Das ist der Unbedürftige, über alles Herrschende, der aber hierin nicht nur eine Zeit lang herrscht, sondern ewig lebendig ist, der wegen seines vollkommenen Lebens weder schlummert noch schläft. Im Hadith von Abu Zar sagte der Gesandte Allahs, alayhi salatu wassalam, dass Allah Ta'ala sagt, O meine Diener, wenn ihr mir schaden wolltet, könntet ihr das nimmer erreichen. Und wolltet ihr mir nutzen, so würdet ihr es nicht vermögen.
Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte auch 4 Worte. Er sagte, Allah schläft nicht und es gebührt ihm nicht zu ruhen. Er teilt die Versorgung auf, die Handlungen des Tages werden in der Nacht zu ihm emporgehoben und die der Nacht am Tag. Die 4. Bedeutung des Namen Al-Qayyum deutet auf die Beständigkeit der Eigenschaften und Unveränderlichkeit der Vollkommenheit Allah Ta'alas. Er existierte immer und urewig mit all seinen Eigenschaften und Namen, bevor er die Schöpfung erschuf. Ihre Erschaffung hat seinen Eigenschaften nichts hinzugefügt, das nicht schon vorher dazu zählte. So wie er mit all seinen Eigenschaften in der Vorewigkeit existierte, wird er weiter bis in alle Ewigkeit bestehen. Der Name der Schöpfer Al-Khaliq ist ihm nicht erst seit der Schöpfung zugekommen. Noch gebührt ihm erst seitdem er die Schöpfung geformt und gestaltet hat, der Name der Gestalter. Dies ist so, weil er die Macht hat, alle Dinge zu tun und weil alles auf ihn angewiesen ist. Jede Angelegenheit ist ihm ein leichtes und es gibt nichts, dessen er bedürfte und nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und der Allsehende.